Denn wir haben im Islam eine Taube. Was ist die Taube? Die Reue. Und wir haben eine Inaba. Was ist Inaba? Inaba ist, na, Steigerung der Reue. Ist die Steigerung der Reue, das tatsächliche Zurückkehren zu Allah. Ein Beispiel. Mal angenommen, jemand hat eine Freundin. Wen? Und dann macht er Schluss mit ihr. Er hat mit ihr Schluss gemacht, das ist richtig. Und er sieht sie nicht mehr, richtig und gut. Aber worum drehen sich seine Gedanken die ganze Zeit um? Umständen. Das ist die Tauba. Er hat bereut bei Allah. Aber die Inaba ist eine Steigerung. Dieser sagt, Steffi ist raus aus meinem Leben. Und sobald nur ein Gedanke von Steffi kommt, sagt er, A'udhu billahi min Steffi. Habt ihr den Unterschied gemerkt? Der Inaba macht, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Allah sagt, und kehrt zurück zu eurem Herrn. Dieses Zurückkehren, ja, es gibt eine Taube, richtig. Und Alhamdulillah, dass Leute bereuen bei Allah Azza wa Jal. Und wo ist es schöner zu bereuen als in der Moschee? Möge Allah Azza wa Jal unsere Reue annehmen. Es gibt eine Reue, richtig. Aber es gibt etwas Besseres als die Reue, dass du dieses Thema gänzlich aus deinem Kopf streichst, ganz gleich, wie sehr dieses Thema dein Herz berührt. Schafft das jeder? Das ist sehr schwer.